Von Kelly-Fans da am Wochenende auf sich nahmen. Ihr Mecker, das Essener Georg-Melches-Stadion in Essen. Und dort gab es gleich zwei Freiluftkonzerte der Lieblinge hintereinander. Verena Müller war für uns da. Dabei brechen Teenie-Herzen. Gleich 40.000 waren es am Samstag im Georg-Melches-Stadion in Essen. Die meisten Tränen, die schmerzlichsten Liebesbriefe, sie galten diesem Kelly, Paddy 18 Jahre alt, der Schwarm schon von Grundschülerinnen. Sarah ist gerade mal 10, doch schon seit einem Jahr ein fanatischer Kelly-Fan. Dass sie noch kein Englisch kann, hält sie nicht davon ab, selbst Kelly-Songs zu singen. Ihre Gedanken kreisen von morgens bis abends immer um den einen. Ich würde denen alles geben, also meine ganze Liebe. Ich würde denen alles schenken, Kuscheltiere oder 1000 Briefe würde ich denen schreiben. Ja, ich liebe sie einfach. Auch äußerlich hat das Kelly-Fieber auf die 10-Jährige und ihre Freundin Lisa abgefärbt. Wer Kellys liebt, muss auch so aussehen, erst recht zum Konzert. Und bevor es in Richtung Essen geht, wird auch der Hunger auf ganz fangerechte Art gestillt. Vor dem Georg-Melches-Stadion in Essen. Noch 2,5 Stunden bis zum Kelly-Auftritt. Die Mädchen kriegen schon Panik, dass alle guten Plätze weg sind. Exakt 20 Uhr dann. Die Kellys treten super pünktlich auf die Bühne. Schließlich müssen die meisten Fans noch zeitig ins Bett. Joey rockt ab und schon nach ein paar Minuten fließen bei der kleinen Sarah die Tränen. Bis in den späten Abend gibt es nur noch die Mädchen und die Musik. 3 Stunden warten für einen Hauch Kelly und viele schöne Träume. Ich fühle mich super toll, wahnsinnig gut und ich bin richtig glücklich. Verena Müller für den Sat.1 Regionalreport NRW. Ebenfalls.